Willkommen zu einer weiteren Folge von Monis Magical Vlog. Hallo meine Mutter, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von Monis Magical Vlog. Ja, diese Woche steht alles im Zeichen von Anmelden hier in der Schweiz. Bankkonto eröffnen. Heute ist Montag. Heute habe ich einen Termin beim Kreisbüro, heißt das so? Ja, Kreisbüro hier in Oerlikon. Hier wohnt ja mein Freund in Zürich, Oerlikon. Ich arbeite in Zug, aber da ich hier wohne oder mich hier gemeldet habe, muss ich hier zum Kreisbüro. Ähnlich wie in Deutschland, glaube ich. Ja, also ich habe einen Termin um 8:30, da geht es dann hin. Wenn ich es noch schaffe, springe ich noch schnell zur Bank, mache mir dann noch ein Bankkonto und dann geht es auf die Arbeit. Heute ein bisschen später, dementsprechend bleibe ich auch länger. Ja, ich würde sagen, ich gehe rein und erzähle euch danach, wie schnell es ging, was ich also gebraucht habe und ja, ob ich dann offiziell in der Schweiz gemeldet bin. Ich sitze jetzt wieder bereits im Auto. Ja, kurz zur Anmeldung. Also ich hätte ja einen Termin ausgemacht. Man kann auch ohne Termin hingehen, aber dann muss man sich so einen Zettel ziehen und halt warten. Und ich komme halt direkt dran, was richtig gut war. Sogar 7 Minuten vor meinem Termin, weil ich war früher da. Und ja, lief reibungslos. Was ich mitbringen musste, ist meinen deutschen Ausweis, meine Wohnbestätigung, also von dem Vermieter, von meinem Freund. Da bin ich jetzt erstmal bis Ende April, glaube ich. Oder Ende März, weiß ich jetzt nicht mehr genau, habe ich die Bestätigung, dass ich da wohnen darf. Und dann, ja, bis dahin hoffe ich, habe ich was Eigenes gefunden, mal sehen. Und den Arbeitsvertrag musste ich mitbringen, dass ich natürlich hier eine Arbeit habe und Geld verdiene. Und ja, das sind die drei Sachen, die man braucht. Und Geld muss man mitbringen, also eine Kreditkarte oder so. Weil die Anmeldung hat 110 Franken gekostet, das waren so ungefähr 117 Euro. Und ja, lief reibungslos, der Dame hat alles aufgenommen, wollte noch die Namen von meinen Eltern wissen. Und ja, und dann habe ich einen Termin beim, ich weiß nicht, wie das Amt heißt, wo man den Ausweis, Migrationsamt, glaube ich, heißt es, wo man den Ausweis macht. Und da wird auch direkt ein Foto gemacht. Das heißt, man muss kein eigenes Passbild mitbringen, sondern da wird das Foto auch direkt gemacht. Aber den nächsten Termin habe ich erst am 19. Januar bekommen. Also ist wegen der Feiertag wahrscheinlich und vielleicht kommen jetzt gerade viele Menschen in die Stadt. Habe ich erst am 19. Januar einen Termin bekommen, aber ist egal, ich habe trotzdem die vorläufige Meldebestätigung, damit kann ich mich jetzt bei einer Krankenkasse anmelden oder registrieren oder wie auch immer und ein Bankkonto eröffnen. Ja, das wollte ich eigentlich jetzt auch noch machen, aber habe es nicht mehr geschafft, weil die es erst um 9 geöffnet hätte, die Bank. Und das war mir zu schade, deswegen bin ich jetzt direkt schon los und mache das morgen wahrscheinlich in der Mittagspause. Da nehme ich euch dann auch mit, das mache ich dann in Zug, es ist egal, ich nehme eine Bank, ich nehme Postfinanz. Oder Finance, die halt in ganz Zürich, in ganz der Schweiz vertreten ist. So, mein Freund ist bei einer Kantonalbank und die agieren dann nur in den jeweiligen Kantonen. Also ja, ist ein bisschen kompliziert hier mit den Kantonen. Das ist fast wie eigene Länder. Es gibt eigene Steuersätze, eigene Banken, eigene Gesetze, andere Feiertage. Ne? Zum Beispiel diese Woche habe ich am Donnerstag einen Feiertag, weil ich arbeite in Zug. Im Kantonzug und mein Freund arbeitet ja im Kanton Schweiz, Kanton Zürich. Und er hat am Donnerstag keinen Feiertag, aber ich habe einen Feiertag. Maria Empfängnis. Ja, Maria ist ganz schnell schwanger geworden und hat auch ganz schnell entbunden. Innerhalb von nicht mal drei Wochen. Naja, so wie Gott es möchte, ne, wie man das sagen kann. Auf jeden Fall hat das super geklappt. Wie gesagt, hat 110 Franken gekostet. Jetzt bin ich offiziell Bewohner der Stadt Zürich. Bin aber natürlich auch noch weiterhin in Deutschland gemeldet, weil ich ja noch meine Wohnung dort habe. Sobald ich die aufgebe, melde ich mich dann auch natürlich in Deutschland ab und bin nicht doppelt steuerpflichtig, weil aktuell muss ich halt immer noch Steuern in Deutschland zahlen und Steuern in der Schweiz, weil ich halt zwei Wohnsitze habe. Bisschen kompliziert alles. Naja, ich fahre jetzt los zur Arbeit, bin jetzt eh schon später dran und dann melde ich mich, wenn es wieder was zu berichten gibt. Diese Woche. Aber ich nehme euch diese Woche auf jeden Fall mit. Krankenkasse muss ich noch eröffnen und jetzt geht schon das Licht aus hier in der Garage. Ich fahre mal los. Gestern habe ich die Anmeldung erledigt. Heute ist Dienstag und heute plane ich in der Mittagspause zur Bank zu fahren und mir ein Bankkonto zu eröffnen. Ich hoffe, das klappt, aber ich denke, ich habe alles und mal sehen, ob ich es dann auch schaffe, noch eine Krankenversicherung anzumelden, weil das muss auch noch erledigt werden. Und ja, ich berichte auf jeden Fall. Ansonsten habe ich ja eine kurze Woche,
weil Donnerstag ist Feiertag bei uns, also nur in Zug, im Kanton Zug. Mein Freund hat keinen Feiertag im Kanton Zürich, und zwar Maria Empfängnis. Also Maria ist auch ja, anscheinend schnell schwanger geworden und hat auch schnell, also war eine kurze Schwangerschaft von der Maria. Am 8. Dezember schwanger geworden und am 24. Dezember entbunden. Kann auch nicht jeder von sich behaupten, ne? Aber egal, anderes Thema. Ja, wie gesagt, schaltet euch auf den Laufenden. Hoffe, es klappt alles und dann habe ich das Wichtigste erstmal erledigt. Ich erkläre euch auch später noch was zu der Krankenkassensituation. Es ist nämlich extrem kompliziert hier, da durchzusteigen. Es ist nicht so wie in Deutschland. Ja, kurz gesagt, es ist halt sowas wie eine Privat... Man muss sich halt hier privat versichern und es wird nicht vom Arbeitgeber bezahlt. Sondern man muss sich darum selbst kümmern. Ja, aber jetzt geht's erstmal los. Übrigens brauche ich morgens... Ich fahre ein bisschen später mittlerweile los. Kurz nach 7 haben wir jetzt. Und ich bin immer noch so 40 bis 45 Minuten. Abends brauche ich tatsächlich ein bisschen länger. Knapp eine Stunde. Aber ist in Ordnung. Passt schon. Ich bin wieder zu Hause und ja, ich habe tatsächlich gestern dann das Bankkonto eröffnet. Also es ist schon wieder ein Tag später. Und meine Versicherung abgeschlossen, weil ich gestern von der Arbeit kam und kochen musste und dann Zeit mit meinem Freund verbracht habe. Heute zockt er, also habe ich meinen Abend für mich selbst und kann euch jetzt gerade noch ein bisschen updaten. Werde dann gleich das ein oder andere Video noch schneiden für YouTube, damit das auch fertig ist und ich die nächsten Wochen noch Content habe. Und genau, erzähle euch jetzt ein bisschen, wie das ablief mit dem Konto und auch mit der Versicherung. Ansonsten habe ich morgen ist Donnerstag, der 8. Dezember, habe ich Feiertag. Mein Freund nicht, weil er ist angestellt im Kanton Zug. Im Kanton Zürich. Und ich bin angestellt im Kanton Zug. Und ja, am 8. Dezember ist Maria, was habe ich, glaube ich, erzählt, oder? Ja, mit Maria auf Empfängnis. Habe ich heute Morgen, gestern Morgen früh. Oh ja, diese Tage geht so schnell vorbei. Ja, habe ich auf jeden Fall schon erzählt. Und ich gehe morgen zu einem Konzert am Circle, das ist am Züricher Flughafen, mit meiner Arbeitskollegin und ich würde sagen, neuen Freundin. Wir fahren nämlich auch Anfang Januar ins Disneyland Paris oder wir fliegen zusammen. Das kann ich euch auch schon verraten. Ich bin in Disneyland Paris vom 3. bis zum 5. Januar mit ihr zusammen. Für sie das erste Mal im Disneyland Paris. Und ja, morgen verbringen wir dann schon mal einen Nachmittag zusammen, gehen auf dieses Konzert. Es tritt wohl jemand auf, Boba Shrimp oder so. Also auf der Arbeit kannte den jemand, aber das war so einer von der jüngeren Generation. Mir sagt er nichts, aber die Musik ist ganz cool. Und es gibt wohl Lichter und so, also nehme ich euch in dem Vlog dann auch noch mit, damit der Vlog ein bisschen gefüllt ist, auch mit was Interessantem, nicht nur mit meinem Gesicht, wo ich euch was erzähle. Und genau, also jetzt kurz zur Bank. Ich bin gestern zu PostFinance gefahren in der Mittagspause und bin dann erstmal zur Filiale, zur PostFinance-Filiale. Und da komme ich nicht rein, weil ich keinen Termin hatte. Und dann habe ich bei der Hotline angerufen und sagen, ja, Sie können einfach ganz normal zur Post. Also wie bei uns halt, ne, zur Post gehen. Bin ich dann hingefahren zur Post und genau, dann ging das ohne Probleme. Ich musste mal wieder meinen Arbeitsvertrag vorzeigen, meine Meldebestätigung, die ich von der Stadt ja bekommen habe am Montag. Musste ich noch was vorzeigen? Ich musste meine Steueridentifikationsnummer aus Deutschland mitnehmen, weil ich ja noch meinen Wohnsitz in Deutschland auch noch habe und dementsprechend in beiden Ländern steuerpflichtig bin. Ja, so, es ist sehr kompliziert. Auf jeden Fall, die wollte er noch. Und ja, meine vom Vermieter halt diese Meldebestätigung, dass ich hier auch wohnen darf. Ja, ansonsten hat er, glaube ich, nichts gebraucht. Nee. Das ging dann relativ schnell. Das mit der Steueridentifikation war ein bisschen problematisch, weil ich die nicht erstmal gefunden habe. Dann habe ich bei meinem Steuerberater in Deutschland angerufen. Dann habe ich sie auch bekommen. Sonst hätte das Konto nicht direkt erstellt werden können, weil die Daten nicht vollständig gewesen wären. Das klingelt die ganze Zeit mein Handy. Tut mir leid. Ja, aber das habe ich dann bekommen von meinem Steuerberater und dann habe ich das Konto direkt eröffnet. Die Kontokarte, also ich kriege eine Kreditkarte und eine Kontokarte
Und ja, darf dann jetzt, also die kommt dann in den nächsten Tagen und dann kann ich auch endlich bezahlen und die auch nutzen, weil ja, wegen dem Umrechnungskurs und so macht da meine Deutsche da nicht ganz so viel Sinn, die dann zu nutzen. Und ich muss natürlich auch ein Schweizer Konto für mein Gehalt. Ja, das habe ich erledigt und dann habe ich ihm dann währenddessen noch erwähnt, dass ich noch keine Krankenversicherung habe. Und dann meinte er, ja, wir haben hier unseren Partner, die Simpany, glaube ich, so heißt sie, möchten sich nicht mal beraten lassen. Und ich habe natürlich vorher schon online geguckt, welchen Betrag ich ungefähr zahlen werden muss. In der Schweiz ist es nämlich so, man muss sich selbst versichern, also man ist verpflichtet, sich zu versichern. Und es gibt eine Grundversicherung, die von den Leistungen bei jeder Krankenkasse gleich sein muss. Aber die Beträge unterscheiden sich. Und dann gibt es die gewissen Franchisen. Franchise ist sozusagen die Selbstbeteiligung, wie hoch sie ist. Und ja, es gibt zwischen 300 und 2500 Franken. 300 natürlich das geringste, damit ich weiß nicht, der Betrag höher. Und 2500 ist der kleinste Betrag, die kleinste. Also, nee, ihr wisst, was ich meine. Also 2500 dann die Selbstbeteiligung. Und alles, was drüber ist, wird dann von der Versicherung übernommen. Aber ich glaube auch nicht zu 100%, sondern zu 80 oder 90%. Ja, ein bisschen kompliziert alles. Also, das ist die Grundversicherung, die man auf jeden Fall beantragen muss. Und dann gibt es auch Zusatzversicherungen. Und ich habe mich jetzt für die Franchise mit 2500 Franken entschieden, weil ich jetzt erstmal nicht irgendwie oft zum Arzt muss, Krankheiten habe oder so, wo ich ständig halt zum Arzt muss. Und es wird auch empfohlen, diese 2500 Franken sich auf ein Sparkonto zur Seite zu legen, dass man das Geld immer dann beiseite hat. Werde ich auch tun. Und ja, und dann hat er mich beraten und dann war der Betrag, ja, der war ein paar Euro teurer als jetzt der Internetbetrag, den ich da bei einer anderen Versicherung gefunden habe. Aber ich dachte, komm, persönliche Beratung, kann direkt Fragen stellen und so, ist mir dann auch lieber. Und wir sind dann die verschiedenen Modelle auch durchgegangen und ich habe dann noch so ein weiteres Zusatzding dazu gebucht für Brille und Kontaktlinsen ist dabei, ist ein gewisser Betrag. Sport wird übernommen bis zu einem gewissen Betrag, also Yoga, Fitnessstudio, keine Ahnung. Das war dabei und ganz, ganz viel anderer Kram war in diesem Plus drin, was ich dazu gebucht habe. Ich glaube, das hat dann nochmal 15 Franken im Monat mehr gekostet als diese Grundversicherung. Und dann kann man noch sowas, man könnte jetzt auch noch verschiedene Spital-, also Krankenhausoptionen dazu buchen, ob man dann ein Privatzimmer will, besseres Essen und keine Ahnung, Chefarztversorgung. Also da gibt es tausende Optionen. Man kann die Franchise hoch runtersetzen, das kann man jedes Jahr dann anpassen. Und es wird auch tatsächlich geraten, wie bei uns in Deutschland mit dem Strom zum Beispiel, jedes Jahr die Versicherung anzupassen, also zu wechseln, einen günstigeren Anbieter zu wählen und, und. Also das, damit halt man auch immer den niedrigsten Beitrag bezahlt. Wie gesagt, ist ein bisschen kompliziert, dahinter zu steigen, auch was alles drin ist. Dann habe ich auch gefragt, irgendwie mit Frauenarztkosten und so. Also das ist nicht so einfach, da durchzusteigen. Auch zum Beispiel schwanger, ne, ist ja auch irgendwann in den nächsten Jahren wahrscheinlich ein Thema. Und es ist tatsächlich hier so, dass die ersten 3 Monate nicht übernommen werden. Also man muss dann in dieser Franchise sein, Eigenbetrag. Und dann zwischen dem 3. Monat und halt bis zur Entbindung muss man halt nicht selbst bezahlen. Also ist ein bisschen alles kompliziert. Hat sie mir erklärt. Wie gesagt, habe gerne einen persönlichen Ansprechpartner, weil ich halt noch neu bin und im Thema noch gar nicht drin bin. Ja, aber habe ich jetzt erledigt. Jetzt musste ich bei meiner deutschen Versicherung dann anrufen und sagen, nö, ich bin nicht mehr in Deutschland, habe jetzt hier eine Versicherung, brauche jetzt eure Versicherung nicht mehr. Sonst müsste ich mich auch in Deutschland noch privat versichern, weil ich ja da noch gemeldet bin, aber keinen Arbeitgeber mehr habe und auch mich nicht arbeitslos gemeldet habe und dann irgendwann in diese Privatversicherung falle, was auch teuer ist. Also deswegen muss ich denen jetzt noch ein Schreiben schicken von der Versicherung hier, dass ich jetzt hier versichert bin. Es gibt auch ein Abkommen zwischen Schweiz und Deutschland, haben sie mir heute erzählt am Telefon. Also wie gesagt, gar nicht so einfach. Jetzt habe ich schon 10 Minuten über Festversicherung gesprochen und Banken. Das Video wäre schon fast eigentlich vorbei. Aber so viel dazu. Wenn ihr gerne noch Fragen habt, stellt sie unten gerne in den Kommentaren.
Dann kann ich dazu natürlich auch nochmal im nächsten Video näher drauf eingehen, wenn ich es selbst beantworten kann. Ja, ich gehe jetzt gleich noch was bei Too Good To Go abholen. Also Too Good To Go ist ja eine App, wo Shops oder Supermärkte, Restaurants angeben können, wenn sie zu viel Sachen haben, die sie morgen nicht mehr verkaufen könnten. Und da gehe ich gleich in den Coop City, der am Bahnhof hier, und werde was am Dutron abholen. Da gibt es dann immer, keine Ahnung, Joghurt, Smoothies, Baguettes und sowas halt für 6 Franken. Und da bekommt man richtig viel für den Preis. Und es wird halt heute oder morgen nicht mehr verkauft werden können. Das hole ich gleich noch ab. Und dann wird Video geschnitten für YouTube, Shorts, Video, TikTok. Alles wird heute ein bisschen vorproduziert, damit ich in den nächsten Tagen auch wieder ein bisschen Ruhe habe und mich nicht mehr darum kümmern muss. Ja. Ja, so viel dazu. Also werde ich mich wahrscheinlich morgen dann wieder, wenn es zum Treffen mit Vicky geht. Das ist übrigens Vicky, die meine neue Arbeitskollegin. Super nett, auch vor Jahren aus Deutschland ausgewandert. Kommt aus Nürnberg ursprünglich. Und mit ihr treffe ich mich morgen. Freue mich auf jeden Fall. Ich warte jetzt hier auf die Vicky. Die kommt mich gleich mit dem Auto noch abholen, weil Vicky wohnt in Zug. Aber ihr Freund wohnt hier in der Nähe vom Flughafen. Und genau, auf dem Weg holt sie mich ab und danach. Nach dem Zauberpark am, so heißt diese Veranstaltung, Zauberpark am Züricher Flughafen, fährt sie dann zu ihrem Freund. Ja, also ich warte jetzt hier auf sie und sie müsste in der nächsten halben Stunde circa hier sein. Und dann fahren wir zusammen dahin. Wie gesagt, es heißt Zauberpark am Flughafen Zürich. Jetzt sind wir hier. Ich habe die Tickets, ich weiß gar nicht, wann ich die gebucht habe, ist aber auf jeden Fall schon ein bisschen her. Und wir haben jetzt für ein Ticket 34 Franken bezahlt. War aber günstiger, weil mein Freund bei der Züricher Kantonal oder Züricher Kantonalbank ist. Und die sind wohl Sponsor von diesem Zauberpark. Und wenn man da Kunde ist, dann kriegt man die Tickets vergünstigt. Genau. Deswegen habe ich seine Bankkarte dafür benutzt. Und ja, heute Zauberpark am Zir im Circle heißt das. Wir haben Stehplätze, ab 17 Uhr ist Einlass. Es gibt Kinderact und Lichtkunst und das Konzert beginnt um 20:15 Uhr mit, wo steht er? Baba Shrimp. Shrimps, noch nie gehört. Aber wie gesagt, gestern ein jüngerer Kollege von uns kannte ihn und ist wohl richtig cool und so, aber der Typ sagt mir nichts. Aber ich bin gespannt. Auf jeden Fall fahren wir da jetzt hin und werden uns die Lichter anschauen, was essen zusammen, ein Glühwein bestimmt trinken. Und das Ganze geht dann wohl bis 22:30 Uhr. Mal gucken, ob wir so lange bleiben. Wir müssen ja morgen beide wieder arbeiten. Wir sind jetzt hier am Flughafen und haben uns was zu essen geholt. Einen Mezeteller habe ich hier für 15,50 Franken. Seht, was alles drauf ist: Kebabfleisch, Fladenbrot und ja, Vicky hat dasselbe. Wir sind jetzt hier angekommen am Zauberpark und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt die Bahn für Faule, aber dann sieht man nicht schön Lichter. Wir nehmen natürlich den Rundgang. Hörst du die Dämmerung leise flüstern? Stetig ist die Veränderung, wie ein reißender Fluss, der sich seinen Weg bahnt durch Raum und Zeit. Du wirst nicht vom Fluss getragen. Thank you.
sorry. Ja. Okay. Ready? Okay. Ich suche auch das X. Das, was wird? Ah ja. Das ist ein Herz, würde ich sagen, oder? Mit viel Fantasie. Jetzt den Rundweg gelaufen. Ich weiß nicht, wie lange es war. 40, 45 Minuten. Wie lange sind wir gelaufen? Den Rundweg, ja. Sind wir oben angekommen und uns erstmal einen Crepe gegönnt für 6,50 €. Und jetzt gibt es Glühwein für 6,50 €. Und 2 Franken Pfand. Hier heißt es aber Depot. Ja, so sieht es hier oben aus. Da ist die Bühne. Da haben eben noch ein paar Clowns aufgetreten für die Kinder. Die Kinder haben hier auch, es gibt so leuchtende Zuckerwatte, also die Kinder können sich dann so eine Zuckerwatte kaufen, da ist so ein Leuchtstab dabei. Ansonsten gibt es hier einige Fressbuden, Raclette gibt es, Suppe, Glühwein natürlich, Crepe, Churros. Da gibt es Momo und Gyoza, Burger, Hot Soup, ja. Also sieht das hier oben aus. Das ist auch eine Toilette, da oben gibt es auch so Separés oder extra, was man sich wahrscheinlich dazu buchen kann. Ja, jetzt warten wir auf Baba Shrimp. bin sehr gespannt und ja, trinken jetzt hier noch die Glühwein und genießen den Abend. Magische Moment im Zauberpark, ermöglicht durch Zürcher Kantonalbank. Perfekt, ihr merkt, da ist Potenzial in der vorderen Reihe rum. Ein herzliches Willkommen hier im Zauberpark. Bei trock winterlichen Temperaturen und ein Dankeschön, dass ihr da den Weg da zu uns gefunden habt. Darum vielleicht der erste Applaus gilt eigentlich gerade euch. In dem Sinn, macht mal ein bisschen Lärm für die, die jetzt hier sind, für euch selber und für die, die nachher ein Top-Konzert schauen. Ich bin wieder zu Hause angekommen. Gegen Ende war es wirklich super, super kalt, obwohl ich dick angezogen war. Der Vicky war es schon länger kalt. Ja, für nächste Woche London, habe ich schon mal gesagt, sie muss ich auf jeden Fall dicker einpacken. Also mein Auto wäre auf jeden Fall London tauglich, weil wir viel draußen sein werden. Ja, ne, ansonsten war es in Ordnung. Also ich habe mir jetzt tatsächlich mehr weihnachtlichere Lichter vorgestellt. Aber es war halt eher so auf Kunst ausgerichtet, was jetzt nicht unser Mega-Ding war, weil wir sind nicht so künstlerisch angehaucht gewesen. Aber trotzdem schön. Aber wir haben halt noch das günstigere Ticket bezahlt, weil, wie gesagt, mein Freund war ja bei der Zürcher Kantonalbank. Und da war das Ticket, glaube ich, 10 Franken günstiger. Und für 35 Franken ist es trotzdem schon teuer gewesen. Ja, man hatte diesen Baba Shrimps, was anscheinend eine Schweizer Band ist, die uns beiden nichts gesagt hat. Die war noch eher jung.
der jüngeren Generation, aber die Musik war in Ordnung. Ja, also war ein schöner Abend. Wir haben richtig uns gut unterhalten, uns besser kennengelernt. Wir kennen uns ja noch gar nicht so viel oder so lange. Haben uns auf jeden Fall besser kennengelernt und haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten und planen auch das ein oder andere. Wir fahren ja in Paris am Anfang Januar zusammen. Das wisst ihr ja schon. Ansonsten werden wir auch mal in den Bergen wandern gehen zusammen und so weiter. Also Sachen, die ich dann mit meinem Freund nicht machen kann, mache ich dann mit ihr. Da freue ich mich auf jeden Fall jetzt direkt, jemanden hier gefunden zu haben. Sie ist jetzt schon seit 9 Jahren in der Schweiz und hat sich gut hier eingelebt, hat auch einen Freund jetzt hier. Ja, also freue mich auf jeden Fall, direkt eine Freundin gefunden zu haben, mit der ich jetzt auch hier Sachen unternehmen kann. Ja, also ich hoffe, der Einblick hier auf dieses Konzert, ich habe schon wieder den Namen vergessen, Zauberpark. Hat euch gefallen? Ich beende auch jetzt das Video. Genug gequatscht. Diese Woche ist genug passiert. Angemeldet, Bank eröffnet, Versicherung. Ja, so langsam komme ich hier an. Ah ja, ich habe schon Briefe bekommen. Hat mein Freund eben geschrieben. Muss mal gucken. Vielleicht ist schon meine Bankkarte dabei. Naja. Ja, also das war's in diesem Vlog. Am Wochenende steht nicht so viel an. Mein Freund braucht eine neue Winterjacke oder Wintermantel wollte er kaufen. Und mit meinem Freund shoppen gehen, das ist wirklich, puh. Nach einer halben Stunde verliert er die Lust daran, obwohl er sowieso schon keine Lust dazu hat. Das heißt, wir müssen in so ein großes Einkaufszentrum gehen, wo viele Marken sind, er viele Jacken anprobieren kann und dann hoffentlich schnell eine findet. Ja, da werden wir am Wochenende hingehen. Ansonsten muss ich mal ein DIY zu Ende filmen, was am Sonntag dann online geht. Und ja, muss auf jeden Fall Videos schneiden am Wochenende für nächste Woche. Packen muss ich am Wochenende für London, weil Dienstag, Mittwoch sind wir in London. Dann nehme ich euch natürlich auch mit der Kamera mit an beiden Tagen. Ich kann euch aber schon mal sagen, das ist eher so, also wir haben auch Freizeit, da werde ich auch in die Kamera quatschen. Aber wenn ich mit meinem ganzen Team da unterwegs bin, dann werde ich nicht so viel in die Kamera quatschen. Da werde ich euch eher nur so Eindrücke mit Musik zeigen, vielleicht mit Text und sowas. Ne? Also ja, genau, das ist der Plan. Naja, auf jeden Fall gehe ich jetzt mich abschminken, mich Bett fertig machen und dann geht's ab ins Bett. Morgen ist Freitag, der letzte Arbeitstag für diese Woche und dann ist wieder Wochenende und dann, ja, ein Tag arbeiten, dann ist wieder London, dann nochmal 2 Tage arbeiten und dann ist heute Weihnachtswoche und dann haben wir Betriebsferien. Also wir haben nach Weihnachten 2 Wochen Betriebsferien. Das heißt, ich bleibe auch ein bisschen länger an Weihnachten dann in Deutschland, weiter Kisten packen und an Silvester ist Sabrina da. Und dann Anfang Januar noch mit Vicky ins Disneyland und dann geht es weiter mit der Arbeit, glaube ich, erst am 9. Januar. Ja, richtig entspannt auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Wenn euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder bei einem der nächsten Videos. Also, ciao, ciao.